Oh mein Gott, Leute, wir bauen heute ein geheimes Gamingzimmer im Spieleparadies. Ja, Mann! Wow! Ja, Mann, let's go! Let's go! Ey, was? Ist jemand da? Ja, Leopin! Ja! Granata! Pommes auf die Eis, pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht so jeder Zeit. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon, ich bin heute mit Leontine am Start. Und Leute, wir sind hier direkt vor einem Spieleparadies und zwar Kinderpark Pinocchio. Ihr seht es jetzt mal hier eingeblendet. Kommt auf jeden Fall alle mal vorbei, ist in Mannheim. Und wir werden gleich hier ein geheimes Gamingzimmer bauen, wenn die kurz bevor die schließen, Leute. Alter. Und ganz wichtig, das Ganze natürlich abgeklärt. Genau, alles ist abgeklärt. Das Gamingzimmer wird genau hier gebaut. Alles läuft gut hier. Genau, Leute, wir haben hier alles mit dem Mitarbeiter abgeklärt. Ihr seht es schon, er hat auch hier die Uniform am Start. Ganz wichtig, die anderen Mitarbeiter wissen aber nichts, Leute. Das bedeutet, es bleibt auf jeden Fall richtig spannend, aber wir dürfen das Ganze. Und Leontine, ich würde sagen, bevor wir jetzt die ganzen Gaming-Sachen kaufen, lass mal kurz reingehen und dann checken wir mal ab, wo wir das bauen werden, ne? Let's go. Wir wollen doch nur gucken, was es hier so gibt. Wir gehen nochmal nur so ganz kurz ins Spieleparadies, ne? Ganz kurz so. Auf Lock. Okay, jetzt lass mal hier umgucken, Leute, es ist ein XXL-Spieleparadies. Alter, warte, hier und, nimm mal lang. Ja, und hier, lass uns jetzt mal kurz gucken, wo wir das Ganze gleich bauen werden. Wir gehen jetzt gleich noch zum Mediamarkt und vielleicht noch Candy Store, Leute. Ganz wichtig, der neue Burger Poppers Song kommt am 9.3. um 10 Uhr auf meinem Kanal online und dazu auch der neue Merch, Leute. Streng limitiert, richtig krasse Beilagen. Burger Poppers Song, CD und so weiter, gönnt euch unbedingt den Merch. Und Leute, ihr seht schon, wir haben hier einmal Trampoline. Ey, Leon, lass mal gucken. Soll ich einmal drauf gehen? Glaubst du, man kann hier rein theoretisch unter ein Trampolin rein? Ich Digga, da könnten wir auf jeden Fall. Wirklich? Da könnte man ein geheimes Gamingzimmer bauen, unter einem Trampolin. Oh, guck mal da hinten. Ich glaube, das ist eine Steckdose. Okay, Leute, dann wissen wir schon mal. Übrigens, die ist... Oh mein Gott. Hier. Das ist sogar eine Kabeltrommel. Und hier ist so ein Ding. Oh, hier sind Steckdosen. Ne? Nein, das ist alleine, so unsere eigenen. Mit. Ja, ja, stimmt, auf safe. Und Leute, hier notfalls auch noch eine Steckdose. Okay, Leontine, ich glaube, das ist richtig gut. Leute, übrigens, die haben jetzt nur noch irgendwie ein, zwei Minuten offen. Die ganzen Besucher sind noch in der Umkleide gerade. Und ich würde sagen, Leontine, lass das mal ganz schnell raus wieder. Ey, zum Mediamarkt und Candy Store, okay? Ja. Let's go. Leute, wir beeilen uns richtig. Let's go. So, Leontine. Ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier angekommen beim Mediamarkt in Ludwigshafen. Wir sind jetzt mal hier eingeblendet, kommt alle auch hier vorbei. Und zwar, wir müssen jetzt ja erstmal ein paar Sachen fürs Gamingzimmer einkaufen, ne? Ey, ich sag dir ganz ehrlich, Leontine, am allergeilsten Fan ist es, auf jeden Fall erstmal so einen geilen Monitor zu kaufen. Oh ja, das ist richtig krass. So einen nice Monitor, der darf aber auch nicht zu groß sein, weil wir müssen den da so unbemerkt vorbei schmuggeln. Okay, Leontine, guck mal. Hier sind ja diese richtig fetten, ne? Alter! Ey, eigentlich wäre es schon geil, wenn man so einen fetten Curved-Monitor hätte. Aber ich sag ehrlich, das ist zu groß, oder? Das können wir nicht so gut transportieren, oder? Deswegen, Leute, wir gucken jetzt mal hier. Komm mal her, Leontine. Ja. Guck, ich glaube, der ist auch ein Tick zu groß. Aber guck mal. Nee, guck mal, hier gibt es ja ganz viele Monitore, ne? Boah. Und ich glaube, so einer von denen wäre voll okay, weil wir müssen einfach nur einen geilen Monitor haben, den man auch so easy mitnehmen kann, weißt du so? Ja. Den man ich so tragen kann. Sagen, oh, warte! Guck mal hier. Ich glaube, die sind gut. Ja, die sind richtig gut. Ey, lass mal gucken. 68 cm. Ey, lass auf jeden Fall so einnehmen. Ich glaube, die sind geil. Ich glaube, die sind eh gut. So, zack. Und hat der so einen Henkel? Ja. Ja, okay, easy. Dann nimm mal mit hier. Lukas. Was denn? Wir brauchen noch einen Staubsauger. Hä? Wie? Digga, wir bauen ein geheimes Gamingzimmer. Was für Staubsauger? Soll ich dir sagen, warum? Warum? Wir müssen das putzen. Weil Frauen lieben es auch. Wenn man putzt. Ey, lass mal stehen, Leontine. Nein. Komm mal, ey, das Gamingzimmer muss doch nur uns beiden gefallen. Trotzdem, aber mir gefällt es auch. Ja, Leute, wir nehmen den nicht mit, ganz ehrlich. Was? Der ist doch viel zu groß, das fällt doch total auf, wenn wir den mitnehmen. Okay, Leontine, guck mal, wir sind jetzt hier auf jeden Fall in der Playstation-Abteilung. Sollen wir mal so eine fette PS5 mitnehmen, meinst du? Oh mein Gott, bam! Da passiert doch gar nichts, das ist nur ein normales Video. Was meinst du, sollen wir Playstation 5 nehmen? Vielleicht doch eine Switch, weil das ist viel zu groß. Ach so, stimmt, du hast schon recht. Guck mal, die ist richtig groß, die Packung. Ja, ey, guck mal, lass die nehmen. Aber die sind schwarz. Doch, guck doch. So stimmt. Die ist schwarz, hat die normalen Controller. Und die, ich glaube, die ist am besten getan, ne? Lass die mal nehmen. Und Leute, wir gehen jetzt mal vor in die Kasse. Ah ja, nee, eine Sache brauchen wir noch, Leontine. Genau, wir brauchen Kabel, damit wir Strom haben. So, Leontine, genau, nimm mal einmal das mit und jetzt brauchen wir noch so eine XXL-Kabeltrommel, weißt du? Das ist eine Kabeltrommel. Das ist
so ein ultra langes Stromkabel. Das müssen wir jetzt noch ganz schnell suchen hier. So, Leontin, schau mal hier, eine XXL-Kabeltrommel. 25 Meter Strom haben wir dann. Nimm mal mit, ne? Okay, Leute, wir haben jetzt hier Monitor, Kabeltrommel, Pokémon, alles. Hier haben wir schon eine extra Tüte von zu Hause mitgenommen. Verrate ich euch noch nicht, was drin ist. Und ich würde sagen, let's go. So, Leute, wir sind jetzt noch ganz schnell zu Candy Store SFD gefahren in Ludwigshafen. Kommt auf jeden Fall mal gerne vorbei, Leute. Und, ey, Leontin, ey, lass mal ein bisschen beeilen, weil gleich schließt schon das Spieleparadies, ne? Ey, lass mal hier ein bisschen Takis nehmen, auf jeden Fall. Oreo Popcorn auch, ne? Ganz wichtig. Aber ey, lass nur eine Tüte, weil wir haben schon so viele Sachen dabei. Es darf nur in eine Tüte reinpassen, okay? Okay, Leute, ganz wichtig. Und warte, Schokobons Crispy, oder? Oh ja. Ganz wichtig, Leute, Schokobons Crispy. Okay. Okay, dann let's go. Oh, was neu? Oh. Lass die auch holen, lass holen. Alter, ja stimmt, die sind krass. Okay, okay. Leute, die Sachen nehmen wir auf jeden Fall mal alle. Let's go, let's go. Oh mein Gott, Leute, wir haben jetzt hier die ganzen Sachen am Start und sind jetzt hier wieder zurück. Ey, zum Glück, die Tür steht noch offen. Die haben jetzt, glaube ich, schon seit ein paar Minuten eigentlich geschlossen. Aber wir gehen trotzdem du rein. Du ja. Hast, du musst hier bleiben. Ey, Digga, das ist richtig assi von dir, Alter. Ja. Ganz, ganz vorsichtig reinschleichen ganz, hier. Aber ganz leise, okay? Wirklich ganz leise, ne? Warte, sneak dich ins Zimmer. Okay, shh. Ich höre da welche. Ich auch. Warte, lass mich kurz vor. Mitarbeiter Leontin. Die sehen uns aber nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Warte, warte. Siehst du das, Mitarbeiter? Sch, 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 sch. Digga, das war richtig laut, Leontin. Oh Gott, tut mir leid. Okay, Leontin, lass jetzt mal hier rechts lang. Dann sehen wir uns nicht, dann kommen wir jetzt anderes natürlich vom Vulkan. Und dann laufen wir einfach die Rutsche hoch, okay? Diese blaue Breite, okay? Schnell, 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 schnell. Auf vorne, auf vorne. Okay, Leute. Okay, Leontin, die haben uns nicht gesehen. Okay, okay. Alter. Ey, guck mal, wenn wir jetzt noch um den Vulkan rumgehen, dann sehen die uns nicht. Let's go. Ruhig. Okay, okay. Oh, Alter. Digga, diese ganzen Sachen hier zu schleppen, ne? Ist so schwer alles. Okay, jetzt lass mal kurz besprechen, wo bauen wir den Gaming-Raum? Ich glaube, lass mal erstmal da gucken gehen, oder? Wo? Vielleicht da irgendwo, wo es geil versteckt ist? Oder meinst du sogar hier oben bei der Rutsche? Wo? Vielleicht im Bällebad? Oh, im Bällebad? Oder halt in der Rutsche. Wo in der Rutsche? Also, nein, also hier. Hier oben? Ja. Das ist wieder so eine geile Aktion, Leute. Ey, danke, dass wir es hier machen dürfen. Digga, in der Röhre drin? Ja. Boah, ey, das ist eine richtig geile Idee. Ey, weil Leute, schaut mal, von außen sieht man das überhaupt gar nicht. Ich glaube, die Röhre ist schon eine gute Idee, ne? Okay, warte, lass noch einmal durchgehen. Vielleicht finden wir noch ein besseres Versteck, weißt du? Geh mal komplett durch. So, Leute, ich geh jetzt mal Leontin nach. Alter, hier ist auch richtig geiler Sound drin in der Röhre. Ja. Yeah, Burger Pommes auf die 1. Boah, Leute, wisst ihr was? Ey, Leontin, sag dir ehrlich. Guck mal, da unten ist das Bällebad. Ja, lass im Bällebad. Ey, lass echt im Bällebad. Ja, das war eine gute Idee, gell? Ja, ja, lass die Sachen ins Bällebad bringen. Ey, es gibt ein Problem. Wie kommen jetzt mit den Sachen die Rutsche wieder runter? Lass sie rutschen. Nein, dann geht doch alles auf und geht kaputt. Stimmt. Ich hab eine Idee. Du hältst die Tüte. Die hier. Und ich rutsch. Ich rutsch mit dem hier und dem Monitor, okay? Okay. Okay. Und let's go. Oh. Oh. Ganz leise auch. Ganz leise, ganz leise. Oh. Digga, Leontin, Mann. Okay, jetzt lass ganz schnell ins Bällebad, ne? Okay. Da lang, ne? Oh mein Gott, ey, das wird so geil, Leontin. So, Leute, auf jeden Fall. Ah ja, jetzt haben wir den Eingang endlich gefunden. Boah. Ja, mach ich gleich. Boah, let's go, Leute. Sagen. Ey, das geht doch hier. So, Leute. Einmal hier den Monitor, ne? So. Und hier die ganzen anderen Sachen. Boah, Alter, wir sind hier im Bällebad, Leontin. Das ist auch ein richtig gutes Versteck hier. Wird man nicht so einfach gesehen. Ey, bevor wir jetzt alles aufbauen, lass jetzt erstmal hier den Strom verlegen, oder? Bis hierhin. Ich würde sagen, let's go. So, Leute, jetzt Lukas, auf. Guck mal. Was denn? Guck mal, Lukas. Wow. Alter,
Let's go. Ey, Leontin hier. Oh, falsch leicht, Leute. Digga, let's go. Oh, aua. Okay. Ja, komm, Leontin. Ey, jetzt lass mal erstmal den Strom verlegen, ne? Wir haben die Kabeltrommel. Jetzt sagen, let's go, Mann. Schau mal, da ist auch so ein Stromding. Ja, stimmt. Vielleicht ist es sogar noch schlauer als von da hinten, ne? Ja. Ah, da laden die auf, ne? Ja. Ey, dann warte mal, mach einfach mal irgendeins davon ab. Mach mal ab hier den Bums. Warte, komm, ich mach das. Ah, perfekt. So, Leute. Nein! Warum? Da ist ein Kabelbinder, siehst du das? Was ist das? Oh mein Gott, warte, halt mal, ich mach das mit meinem Schlüssel auf. Ich hab mir nicht daran gedacht, die Verpackung aufzumachen. Okay, film mal. Leute, ich nehme jetzt hier natürlich nicht den Lambo-Schlüssel. Oh mein Gott. Wir sind gar nicht gut vorbereitet. Ja. Oh, ja. Ich hab's, Leute. Okay, ich würde sagen, Leontin, steck mal hier den Stecker rein. Okay, Leute, jetzt haben wir es hinbekommen. Okay, Leontin. Und jetzt kannst du das Kabel einmal hier ordentlich verlegen, ne? Ich halte es mal so. Andere Seite, genau so. Okay, Leute, jetzt auf jeden Fall. Meinst du, das passt? Ey, ich hoffe, das reicht, Leute. Es wird echt knapp. Guck mal, ey, das ist schon fast leer, Digga. 25 Meter hat das Reichweite. Warte, mach hier rechts, das ist kürzer. Nein, warte, Leontin, komm zurück. Oder warte, reicht das auch so? Ja. Lol. Was denn irgendwo? Digga. Ja, nimm's mit rein. Ey, let's go, Leute, wir haben Strom. Digga, ey, bring mal hierher zum Monitor. Ey, richtig geil, Leute, schaut mal, jetzt haben wir hier Strom. Es ist Zeit, den Monitor auszupacken. Ja. Digga, ey, das wird so geil. Alter. Ich hab richtig Bock, Digga. Ich auch. Burger Pommes. So. Okay, ist die jetzt an? Ja, der PC ist an. Ja, guck mal, zeig mal. Leute, es kommt Strom. Digga, das ist perfekt, Leon. Oh mein Gott. Ey, halt mal hier. Leute, ich habe noch ein paar Sachen mitgebracht. Guck mal. Wir können auch zwischendurch mal dieses Spiel hier einmal spielen. Ja. Richtig geil, den Krokodok, ne? Warte, komm, das machen wir gleich. Was wir schon gemacht haben, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ah, nee, warte, ich hab noch eine richtig geile Sache. Hä? Also zum einen habe ich noch ein iPad für Brawl Stars. Alter, dabei. Ja. Und guck mal, ich hab einfach die Burger Pommes. Was, Alter? Ja, lass das mal hier oben so draufstellen. Guck mal, dann hat man die so hier hinten dran als Beleuchtung, weißt du? Stimmt. Und guck mal, jetzt können wir diesen Monitor so nehmen. Boah, Leute, die richtig geil. Und jetzt haben wir noch die Nintendo Switch. Die haben wir jetzt schon ausgepackt, Leontin. Ja. Guck mal, hier ist die Switch. Ja. Und wir haben die auch schon connected hier. Ja, guck mal, Alter. Vorne hin. Ey, guck mal, das ist unnormal geil, oder? Ja. Leute, guck mal, die kommt jetzt auch hier in die Kabeltrommel. So, und jetzt kommt das wichtigste Gleis von allen. Was denn? Nein. Nein, was denn? Guck mal, der Stecker passt hier nicht, der ist zu dick. Siehst du? Doch! Guck mal, jetzt ist hier der HDMI-Stecker, Leute. Der muss echt leise sein, ne? Ja. Glaubst du, da ist doch jemand eigentlich? Nein. Ich hab ein bisschen Angst, dass da so ein Security irgendwo ist, ne? Weißt du das? Oh mein Gott. Hier läuft irgendwo jemand. Okay. So, Leute. Jetzt verbinde ich hier einmal die Switch, ne? Ja. Den Monitor. Oh mein Gott! Ey, Leontin, ich hab die Switch verbunden. Ey, lass mal gleich richtig fett Mario Kart oder so zocken, oder? Ja. Aber ich würde sagen, Leontin, guck mal, ich habe auch noch ein bisschen was zum Kuscheln dabei. Einmal Burger Pommes Plüschtier, ne? Richtig geil. Und Leute, ich habe auch noch mal, falls langweilig ist, kann ich noch mal was lesen, mein Buch, ne? Das könnt ihr übrigens immer noch aktuell auf Amazon und Thalia überall kaufen. Macht das gerne mal. Leute, dann haben wir noch Burger Pommes Song CD dabei und so weiter zum Musik hören. Und Leute, Paul Berger Limo auch am Start und das Pokémon-Ding. Aber ich habe noch eine richtig geile Idee, Leontin. Ja. Mittlerweile müssten die Mitarbeiter ja alle weg sein. Mhm. Lass mal vorne gucken, ob wir ein paar Süßigkeiten mitnehmen, ja, von dir, oder? Aber wir haben doch auch... Egal, noch mehr Süßigkeiten. Ja. Let's go, Leute. Aber ganz vorsichtig, ne? Ganz vorsichtig. Ich muss jetzt mal gucken, ob vorne noch jemand ist, Leute. Let's go. Let's go. Ey, Digga, so ein geiles Spieleparadies, ja, ne? Die haben hier echt alles, Leute. Leute, kommt hier alle vorbei. Kinderpark Pinocchio. So, let's go. Wow. Ey, jetzt lass mal ganz vorsichtig gucken, ne? Okay, Leontin, jetzt lass mal hier gucken vorne beim Kiosk, ne? Ey, wenn wir hier alleine sind, lass mal echt ein paar Sachen einfach wegfetzen schnell. Hallo? Keiner da. Glaubst du, ist keiner da? Burger Pommes! Burger Pommes! Leute, jetzt ist Burger Pommes am Start. Boah, Leute, Power Raid, Leontin. Alter. Lass mal wegfetzen, ich nehme mir die. Boah, warte, ich mach mir schon mal die direkt auf. Ich auch. Ey, Leute, let's go. Und? Richtig geil. Lass mich hier hinstellen. Oh, let's go. Jetzt lass mal gucken, was die alles am Start haben, ne? Ja. Erstmal so richtig geile Chips. Digga, Oreo Milka. Was? Digga. Ey, mach mal auf hier, Leontin. Ja. Und eine Slushmaschine. Oh mein Gott, da müssen wir gleich hin.
Ey, wir machen die Digga, wir holen uns hier einfach alles, Leute. Das wird richtig geil. Digga, die haben ja so geile Alter. Sachen hier. Leute. Oh, Digga. Oh, oh ja, geh mal ab hier. Oh, let's go. Und wegfetzen. Das ist richtig geil. Alter, guck mal. Robby Bubble. Das haben wir das letzte Mal an Silvester getrunken. Wir feiern das kleine Gamingzimmer hier. Ja, Mann. Nicht schütteln. Ey, warte, dann schäumt das doch. Ist doch gut. Ist gut. Oh, wieder. Oh mein Gott, Leon, wie bald du geschüttelt hast. Ey, gib mal. Oh, let's go. Erstmal Robby Bubble fetzen hier. Oh, was ist das? Der war richtig hart. Boah, trink. Hey, mach mal deins auf. Leute, wir bezahlen natürlich alles. Ey, das hast du gegen mich gespuckt. Oh, let's go. Okay, Leute. Ey, jetzt lass mal versuchen, ob wir hier unser eigenes Slush machen können, ne? Ah, guck mal, hier sind die Becher. Ja? Kennst du noch den Beep? Da kommt nichts raus. Stimmt, das war auch hier. Okay, halt mal. Komm, ich versuch das mal, ob das hier klappt, ne? Aha. Oh, Digga, das ist ja richtig flüssig schon. Guck mal, das ist schon geschmolzener Slush. Digga, das ist flüssiger Slush. Wie schmeckt das? Oh. Nicht so? Leute, das ist, weil die Slushmaschinen nicht mehr laufen. Warte, können wir die anstellen, denkst du hier? Wow! Jetzt laufen die Slushmaschinen. Ich habe einfach hier den Schalter aktiviert. Ich gönne mir jetzt mal hier einen kleinen Teller Slush, ne? Ich hab eine gute Idee. Jetzt noch. Oh ja, Rainbow Slush. Achtung, das kippt hier fast überall mal so. Jetzt hol mal einen Löffel. Warte, ich hab eine bessere Idee. Warte. Ey, Leon, ich hab einen kleinen Slush an der Backe. Da ist irgend sowas drin. Was denn? Schau, guck ganz nah. Darauf falle ich nicht rein hier. Erstmal Slush-Frühstück hier. Oh mein Gott, richtig geil, Junge. Okay, ich würde sagen, Leontin, ja? Jetzt sollen wir zurück zum Gaming-Zimmer. Ja, und dann lass unsere Süßigkeiten fetzen. Ja, und dann lass mal ein bisschen zocken jetzt, ne? Wir haben jetzt hier den Slush angemacht, Leute, ein bisschen Kiosk eröffnet, ne? Und jetzt kann es auf jeden Fall abgehen, geiles Gaming-Zimmer. Okay, Leontin, ich würde sagen, zock du mal, ich hab voll Hunger. Ja, okay, ey, fetz mal ein bisschen, ne? Leute, ich mach mal hier die Controller ab und dann fetz ich jetzt erstmal eine Runde Mario Kart hier. Ey, Leute, das ist so geil, Mann. Ey, komm mal her, Leontin. Ja, Mann, let's go. Let's go. Guck mal, ich bin Mario Kart Profi. Okay, Leute, Leontin zockt jetzt mal weiter. Ah, warte, ja. Wow. Okay, und lenken jetzt. Wow, sehr gut, Leontin. Let's go. Wow. Ey, welches Kind zockt eigentlich schon im Spieleparadies Mario Kart? Ich weiß auch nicht, Leute. Das ist geisteskrank, Mann. In der Zeit, ey, zock du mal weiter. Ich öffne schon mal hier. Leute, auf entspannt. Pokémon Booster Pack. Wow. Ey, das ist einfach der geilste Abend aller Zeiten, Junge. Digga, Alter, schau dich mal die Karte hier an. Digga, das ist die Aktionskarte, die man bekommt. Noch nie gespielt? Noch nie. Boah, Alter, dafür machst du es schon ziemlich gut. Leg mal kurz die Controller hier beide hin. Ey, lass mal hier kurz Pokémon-Battle machen. Und jetzt gucken wir, wer die krassere Karte hat, ne? Ey, lass mal ein richtig fettes Like da, Leute, für das Video. Unnormal. Oh mein Gott! Was denn? Oh mein Gott! Was? Hey, hast du Hologlurak? Digga, oh mein... Alter, was? Ich habe ein geisteskrankes Pokémon, Leute. Schaut mal. Und zwar, ich habe einmal... Also, Leute, und zwar... Digga, diese Karte, ultra krass. Die ist noch viel heftiger. Das ist meine krasseste Karte hier. Okay, zeig deine zwei besten Karten. Ich zeig dir erstmal meine zweitbeste, ne? Die hier. Oh, ist okay, ne? Aber meine andere ist viel zu krass. Die ist, das ist das krasseste Pokémon von allen. Ey, no joke, Leontin, du wirst neidisch sein. Und zwar Ditto Holo. Das ist das Formwandler-Pokémon. Das ist das Pokémon, das alle anderen Pokémon sein kann. Kennst du das? Ich zeig mal, was ey, das ich ist hab. Das seltenste Pokémon. Das ist legendär. Ich zeigen. Zeig mal. Tag Team. LOL. Okay, stark. Jetzt noch. Zeig. Was? Ja. Was? Tiga. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Leontins oder meines besser? Ey, aber Ditto ist heftig. Kennst du das Pokémon? Ja. Das ist krank, ne? Schenke ich dir, komm. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, auf jeden Fall, lass jetzt noch mal ein bisschen Buch lesen, ne? Ey, und dann geht's weiter. Was ich schon immer mal machen wollte. Was denn? Diese Schlürfdinger. Schlürfdinger? Ja, diese Schlürf, diese Mann. Ah, das da. Ah ja, pack mal aus hier. Und Leute, in der Zeit starte ich schon mal ein bisschen Brawl Stars hier. Das wird auch richtig geil. So, Leontin, guck mal. Ich bin jetzt hier in Brawl Stars drin und guck mal, ich habe einfach Belohnungen vom Brawl Pass noch.
Let's go, lass mal abholen, ne? Boah, Alter, habe ich viel bekommen, Junge. Digga, oh, richtig krank. Alter, und 9 Gratis-Brawler. Musst du Penny nehmen, ne? Den anderen habe ich hier schon. Ja. Let's go, Digga. Welche Brawler hast du alle? Ich weiß gar nicht, was das für ein Account ist gerade. Leon habe ich hier drauf. Digga, zeig mal meine Brawler, die ich hier habe. Oh, guck mal. Crow und Leon. Digga, ist ein richtig geiler Account, ne? Mhm. Boah, Leute, Leon, die zockt jetzt erstmal. Ich habe auf jeden Fall die Sachen geöffnet hier von dir. Ja. Genau, hier einmal hast du eins. Oh, und zack, 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 zack. Schau. Und gönn dir. Oh, Leute, das ist so Jelly, ne? Digga, wie geil sieht das denn aus? Was ist das denn? Ey, ess das mal. Wie geil. Junge, let's go, Digga. Wie schmeckt das? Sauer? Ekelhaft. Ja, perfekt, Leute. So, Leontin. Ja. Ey, lass mal eine Runde Kroko spielen und der Verlierer muss eine Süßigkeit essen, die der andere bestimmt. Okay, immer abwechselnd einen Zahn. An. Ich fange an. Oh. Okay, komm, das war unfair. Lass doch mal eine Runde. Warum? Ja, du hast doch schon beim ersten Zahn verloren. Okay, Leontin. Okay. Ja, yeah, okay, 1-1 sagen wir. 1-1, jetzt die letzte. Okay, ich würde sagen... Ja. Nein! Okay, Leontin, hol mal die Süßigkeiten-Tüte her. Mega. Ey, Leute, wir haben hier noch die Switch am Start. Alles richtig geil, Junge. Das machst du denn so gar nicht. Ja, lass mal hier gucken, ne? Ey, du musst jetzt richtig blaue Takis messen. Ja, okay, eigentlich mag ich aber ja blaue Takis. Aber egal, ich mach's trotzdem, Leute. Let's go. Alter, war das laut, oder? Digga, das hat richtig geballert. Und Leute, ich bette jetzt mal richtig. Ja, Mann! Mmh. Kann man mal ein bisschen wegsetzen, ne? Mhm. Hey, Lukas, lass mal ein bisschen schlafen. Ja, ja. Ey, warte. Hä? Ist jemand da? Versteck dich, versteck dich, versteck dich. Ey, Leontin, da ist jemand. Was soll denn das werden? Ich glaub, er hat es gesehen. Entschuldige, ne? Ja, sorry. Wir haben eigentlich schon geschlossen. Ja. Ja, ja, ey, Leon, lass mal kurz raus. Wir können das erklären. Ja, wir erklären das ihm raus. Genau, wir können das erklären. Ey, Leontin. Ja. Ja, also das Ding ist halt. Ja, Leontin! Ja!